Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der schlafende Drache. Wir sind gerade mit Nico Collard unterwegs und haben einen Schuss in einer Wohnung gehört und stehen vor der Tür und wollten gerade klopfen und schauen, wie es weitergeht. Noch mehr Schüsse. Oh mein Gott, wir hören erstmal an der Tür. Es war still, aber das hieß nicht unbedingt, dass niemand darin war. Das stimmt, was ist da? Ist da ein Kugelschreiber? Es standen keine Nachrichten auf dem Block. Daneben hing ein Bleistift an einer Schnur. Dann nehmen wir den nochmal mit. Kann man bestimmt immer gebrauchen. So, schauen wir uns die Tür mal an. Um herauszufinden, was los war, musste ich in die Wohnung hinein. Das stimmt. Netter Arsch übrigens. So, dann mal rein. Die Tür war fest verschlossen. Wenn ich in die Wohnung wollte, musste ich mir einen anderen Weg suchen. Ach so. Bleistift, Presseausweis... Können wir denn damit vielleicht die Tür knacken? Das würde ich auf keinen Fall tun. Auf keinen Fall, nein, auf keinen Fall natürlich nicht. Das Fenster führte auf den Balkon hinaus. Balkon. Dann gucken wir doch mal, ob wir da irgendwie an den Balkon von dem anderen, von dieser Wohnung rankommen. Irgendwie musste ich an dem Geländer vorbeikommen, wenn ich ans Fenster der Wohnung wollte. Ja. Aber wie? Tab wollte ich nicht. Was haben wir denn... So, aber wir haben auch nichts dabei, was uns irgendwie hilft. Wir können jetzt... Ah, wir können das Ding bewegen. Okay, bitte, bitte bewege es. So, jetzt müssen wir da drüber klettern wahrscheinlich und den dann nochmal schieben. So, einmal runter und nochmal schieben. So, jetzt... Lass los. Jetzt hoch. Immer noch nicht vorbei. Doch, da. Da war was. Da war gerade was. Ah. Sehr gut. Wir hängen zwar mit den Füßen in den Stacheln da, aber das ist ja egal. So, also wieder runter. Ist das die richtige Tür hier? Das Fenster führte zur Wohnung des Hackers. Ja, wunderbar. Okay, dann spinksen wir mal durch. Durch den Dreck konnte ich eine Form erkennen. Eine Natürlich Form, lebt er auch im Dreck. Ein menschlicher Körper. Dicke Brille, Pickel und lebt im Dreck. Ja, ja, so sind die Hacker in den 90ern gewesen. Wie, dieses Fenster ist auch fest verschlossen. Was soll denn das? Warum sitzt denn alles fest verschlossen? Kann ich denn da irgendwas mit dem Bleistift machen? Ich hatte keinen Grund, das zu tun. Das ist okay, muss ja nicht so aggressiv sein. Lippenstift vielleicht? Das war nicht das Richtige. Nee, das stimmt. Aber komme ich jetzt hier auch wieder zurück? Oh, was kann ich hier machen? Aha. So komme ich also hier an diese Seite, an diese Wohnung. Ich wusste, dass es eine Schnapsidee war, über die Balkone zu klettern. Ja. Aber die Story hatte mich gepackt und ich wollte sie nicht hergeben. Okay. Ist denn hier offen oder was? Das Fenster stand einen Spalt offen, aber der Riegel war unten. Es war immer noch versperrt. Der Spalt war zu schmal, selbst für meine Finger. Aber wir haben ja einen Presseausweis. Können wir da durchspinksen? Es war ziemlich dunkel, aber ich konnte gerade noch den Umriss eines Betts erkennen. Ist das dieselbe? Ist das auch die Wohnung von dem Hacker? Da war zwar ein Spalt, aber der Riegel zeigte mir, dass es immer noch verschlossen war. Okay, dann vielleicht mit dem Presseausweis können wir den Riegel vielleicht anheben? Es stimmt. Mit einem Presseausweis kommt man überall rein. Einmal damit zwischen Tür und Schloss gewackelt und schon hob sich der Riegel. Perfekt. Komm mal rein da. Also dann. Ist das jetzt die Hackerwohnung oder ist das die Nachbarwohnung? Was haben wir hier? Wer immer hier Staub wischte, war offenbar nie bis zum Fernseher vorgedrungen. Ich habe ein bisschen Angst, ich speichere mal gerade. Ich konnte nämlich nach der letzten Folge nicht speichern. Hat das jetzt gespeichert? Ja. Paris 1, 1838. Okay, was haben wir hier? Der Schrank war voller schmutziger Kleider. Ah ja, der typische Hacker. Ekelhaft. Da haben wir eine Tür. Wir wollen uns aber erstmal weiter umschauen, ob hier nicht noch irgendwas anderes ist in der Wohnung. Noch ein Fernseher. Ein alter Monitor, ach so, Monitor stand in der Ecke. Boah, ist das ein fetter Röhrenmonitor. Geht krass weit nach hinten raus. Was, haben wir da was? Ne, hier haben wir was. Kalte Singapur-Nudeln mit Teebeutel. Ich geht's. Nimm doch mal mit.
Nimm doch mal mit, Nico. Na gut, nehmen wir nicht mit. So, dann erstmal lauschen. Ich hörte nichts. Das ist schon mal nicht verkehrt. Schauen wir uns die Tür erstmal an. Die Tür führte in die anderen Räume der Wohnung. Gut, dann öffnen wir sie. Der Typ war mausetot. Aber er hat keine Pickel mehr. Er hat keine Pickel mehr. Oh mein Gott, Clara Seal hat endlich gewirkt. Das Bild belebte den Raum. Ein Original von Steve Jobs. Was? Ein Original von Steve Jobs? What the fuck? Steve Jobs hat gemalt? Wusste ich gar nicht. Da ist eine Tastatur am Boden. Kann man hier am PC irgendwas machen? Der Computer war nicht mehr zu gebrauchen. Warum nicht? Jemand nur weil... hatte in aller Eile die Festplatte entfernt. Ach so. Ich dachte, ein Diskettenlaufwerk. Der Computer war übel zugerichtet. Naja. Aber da waren noch zwei Dinger. Das waren eine Menge Ordner. Ja. Mit denen wir aber nichts tun können. Er war wohl auf der Stelle tot. Damit schied jeder Wiederbelebungsversuch aus. Gott sei Dank. Wie Gott sei Dank? Die Beatmung bei diesen Pickeln und schlechten Zähnen reizte mich nicht gerade. Nico! Ich wusste, dass ich die Leiche durchsuchen musste. Nee. Sie war noch warm. Ich fand schön. Nur seine Visitenkarte. Vernon Blier, Softwareberater. Es war der verrückte Computerfreak, mit dem ich mich treffen sollte. Vielleicht war er doch nicht so verrückt gewesen. Ja, vielleicht nicht. Wozu braucht man Nippes, wenn man einen Fernseher hat? Richtig, und daneben ganz viele Videos. Mir fiel etwas Glänzendes auf. Ja, was ist das? Eine Patronenhülse? Es war eine Patronenhülse aus der Pistole des Mörders. Ich behielt sie. Ich brauchte jede Spur, die ich finden konnte. Ja, es ist nicht verkehrt, Spuren mitzunehmen. So, haben wir hier einen schönen Tisch. Wir waren ja, glaube ich, noch... Von da kamen wir, oder? Die Tür führte ins Schlafzimmer. Ja, okay, da kommen wir her. Da ist das Gemälde von Steve Jobs. Was haben wir hier? Die Tür sah ganz normal aus. Eine ganz normale Tür. Verdächtig. Erstmal hören. Ich hörte nichts. Nichts? Falls der Mörder noch hier war. Da drin war er nicht. Okay, dann können wir ja reingehen. Das Waschbecken war erstaunlich sauber. Boah, hat der ein Riesenbad. Ich will auch so ein großes Bad. Ich habe immer davon geträumt, dass es irgendwo Männer gibt, die das Klo putzen. Gibt es nicht. Er gehörte aber nicht dazu. Das ist auch ein Mythos. Manche Dinge muss man nicht untersuchen. Hängt da ein BH an der Duschstange? Da hängt ein BH an der Duschstange. Warum hängt da ein BH an der Duschstange? Das ist ein Nerd, ein Hacker, der hat doch keinen Frauenbesuch. Außer die Attentäterin hat sich vorher noch mit ihm beschäftigt. Hat ihm noch ein schönes Abschiedsgeschenk gegeben. Letzter Fick vor dem Tod. So, was haben wir hier? Hä? Achso. Ingame-Zwischensequenz. Oh, oh. Gehen Sie von der Tür weg. Hierher, wo ich Sie sehen kann. Okay, was immer Sie sagen. Auf diese Gelegenheit habe ich schon lange gewartet. Kennen wir uns etwa? Oh ja. Wirklich? Anscheinend haben Sie beim ersten Mal keinen Eindruck hinterlassen. Ihr Zynismus wird Ihnen schon vergehen, wenn ich Sie umgelegt habe. Es ist aus. Ja! Bin ich gestorben? Ist das Spiel vorbei? Ich wollte nach der Pfanne... Ah, okay. Aber es gibt ein Autosave vor der Szene. Es gibt ein Autosave vor der fucking Szene. Gehen Sie von der Tür weg. Hier, danke. Wo ich Sie sehen. Danke, okay. Danke. Was immer Sie sagen. Auf okay, ich muss schneller die Pfanne habe greifen. Ich schon lange gewartet. Kennen wir uns etwa? Oh ja. Wirklich? Anscheinend haben Sie beim ersten Mal keinen Eindruck hinterlassen. Ihr Zynismus wird Ihnen schon vergehen, wenn ich Sie umgelegt habe. Es ist aus. Diesmal halten Sie uns nicht auf. Ich vergesse nie ein Gesicht. Warum sollte ich Ihres vergessen haben? Wiedersehen, Kula. Ja! Ich war schon wieder zu langsam. Okay, das Ganze nochmal. Yay, weil es so schön war.
Gehen Sie von der Tür weg. Hierher, wo ich Sie sehen kann. Okay. Ja. Was immer Sie sagen. Auf diese Gelegenheit habe ich schon lange gewartet. Die verwechselt uns scheinbar mit irgendjemandem. Wirklich? Anscheinend haben Sie beim ersten Mal keinen Eindruck hinterlassen. Ihr Zynismus wird Ihnen schon vergehen, wenn ich Sie umgelegt habe. Es ist aus. Bong. Diesmal halten Sie uns nicht auf. Ich vergesse nie ein Gesicht. Warum sollte ich Ihres vergessen haben? Geil. Oh. Ups. Upsie Daisy. Verdammt. Haha. Komm zurück, du Schlampe. Oh, Nico. Doch nicht solche. Auto fährt mit quietschenden Reifen davon. Wohin ist sie verschwunden? Tja. Willst du das unbedingt rausfinden? Ich weiß ja nicht. Also ich wollte mich erstmal drinnen weiter umschauen. Vor allen Dingen jetzt in der Küche. Ob sie da noch mehr Beweisstücke hinterlassen hat oder sowas. Das solche, da blinkt was, ein AB oder so. Die Pfanne. Zum Glück hat er die Bratpfanne eine der Kugeln abgewehrt. Die Kühlschranktür hatte mir das Leben gerettet. Ja, das haben Kühlschranktüren so an sich. Die Telefonnummer war 01 23 74 80 19. Ein Lämpchen blinkte. Jemand hatte auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Ich hoffe, ich muss mir die Nummer nicht merken oder so. Vielleicht war ein Hinweis auf dem Anrufbeantworter zu finden. Ja, Sie hör haben da mal rein. Drei neue Nachrichten. Drei gleich. Werner, mein Schatz, hier ist deine Mami. Ich weiß nicht mehr weiter. Ach nein. Ich habe deine Hose dreimal als Kochwäsche gewaschen, aber der Fleck geht einfach nicht raus. Er sieht eher nach Beton aus als nach Mayonnaise. Aber mit dem Bügeln bin ich fertig. Ich hasse diese Maschinen. Au revoir. Bis Sonntag. Was hat er da für einen Fleck hier drauf? Ist Mayonnaise? La Liberté. Ich wollte nur sagen, Mayonnaise. Dass ich hier versprochen um 8 da sein ist werde. Klar. Wiedersehen. Vernon, hier ist Beatrice. Viel Glück mit der Journalistin. Hinterher warte ich im Park auf dich. Ich lieb dich, Schnucki. Ah. Oh. Schnucki? Ah, oh, süß, Schnucki. Vielleicht sollte ich telefonieren. Mit André Lubinou. Oder mit der Zeitung, nee, mit André. Ich fragte mich, ob André wohl irgendeine Idee hatte. Oh, sogar ein schnurloses Telefon, wow. Der Kühlschrank ist ein clever Kühlschrank. Nico, mein Schatz, wie geht's dir? Ich stecke mitten in einer interessanten Reportage. Gerade wollte ich jemanden interviewen. Da wurde er erschossen. Mein Gott, bist du verletzt? Nein, aber die Mörderin entkam, bevor ich sie aufhalten konnte. Mörderin? Eine Frau? Richtig, aber es geht noch weiter. Ich glaube, das ist kein gewöhnlicher Mord. Oh je. Bist du etwa wieder in eins deiner fragwürdigen Abenteuer geraten, Nico? Hey, was soll das heißen? Naja, immerhin ist dieser Idiot Stobbart diesmal nicht darin verwickelt. André, jemand hat mich fast umgebracht. Okay, okay. Dunkelhaarige Frau. Das Dumme ist, ich habe keine heiße Spur. Die Mörderin muss doch irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Such alles nach Indizien ab. Wir haben eine Mal sehen, was Kugel. Ich finde. Tschö. André, ich muss mich wieder auf die Suche machen. Ist gut, Nico. Ach, und was ich vorhin gesagt habe, es tut mir leid. Schon gut, André. Aber weißt du was? George mag viele Fehler haben, aber ein Idiot ist er nicht. Ruf genau. mich an, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, dann suchen wir uns, schauen wir uns erstmal weiter um. Waschmaschine ist nix. Ist alles nix hier. Da ist was. Was ist da, der Mülleimer? Jemand hat einen Kontoauszug weggeworfen. Ah, den nehmen wir mit. Jemand hatte einen Kontoauszug weggeworfen. Ah, den nehmen wir mit. Im Mülleimer fanden sich keine Hinweise. Okay. Wir haben ja die Patronenkugel. Reicht das denn nicht als Hinweis? Da kommen wir nicht vorbei scheinbar. Ja, da ist die Pfanne und das Ding. Ist hier noch irgendwas? Pappteller... Da ist die Tür nach draußen. Knarrende Diele. Der Teppich war billig und scheußlich. Ist denn da vielleicht eine Geheimtür unten drunter? Ich zog den Teppich zurück. Eine der Dielen war lose. Sieht doch ganz anders aus als alle anderen. Unter dem Teppich war eine lose Diele.
Die Diele ließ sich leicht hochheben. Aha. In dem Hohlraum darunter war ein kleiner Safe. Schön. Unter der Diele war ein kleiner Safe mit einem elektronischen Schloss. Okay, mitnehmen. Was? Was? Ich hätte willkürlich Zahlen eingeben können, aber dann hätte es Wochen gedauert, die Kombination zu finden. Ach so, ich dachte, ihr nehmt den mit. Kontoauszug. Vielleicht glich die Safe-Kombination den Zahlen auf dem Kontoauszug. Aber keine Ahnung. Er starb, sobald ich die Zahlen eingab. Schade. Mist. Vielleicht ja Telefon? Vielleicht entsprach die Telefonnummer der Kombination. Wahrscheinlich nicht. Aber das war leider nicht der Fall. Hm. Okay. Gab es hier nicht noch einen Raum? Den Ordnern können wir auch nichts machen, oder? Das waren eine Menge Ordner. Ja. Mit den Rechnern können wir auch nichts tun. Ihn können wir auch nur noch einmal ganz normal angucken. Einmal noch angucken. Das ist wahrscheinlich die Haustür hier, oder? Es war Vernons Eingangstür. Ja, genau. Sie führte wieder zum Korridor hinaus. Meinte ich doch. Die Tür war fest verschlossen. Ach, von... Also, okay, und da ist kein Schlüssel dran. Was ist das denn, ey? Wieso ist denn da kein Schlüssel dran? Das war das Badezimmer. Ich hätte gerne das Bild, würde ich gerne wegmachen. Wir können ja hier nochmal... Und wenn ich hier noch irgendwelche Hinweise jetzt finden, da wir wissen, dass wir eine Safe-Kombination suchen, wenn ich hier noch irgendwas tun können. Da ist auch nur der Fernseher. Da konnten wir rausspinksen, aber das bringt ja auch nichts. Da ist noch ein Monitor. Okay, dann gehen wir wieder, wa? Dann hängen wir uns mal wieder ans Geländer. Können wir auch in die Richtung gehen eigentlich? Nee. Also wieder hier lang. Geh schneller! Geh schneller! Oder komme ich immer noch nicht rein? Und zurück komme ich hier ja auch nicht. Oder? Hier ist wahrscheinlich immer noch zu. Wo ist denn das Zimmer, wo diese Tür... Da muss ich wohl wieder zurück. Mäh. Komm, hier, geh übers Geländer. Nico. Ich muss also wieder zurück. Wo ist denn... Das müsste ja dann, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe... Ach, das ist dann im Wohnzimmer. Okay, verstehe. Da haben wir, glaube ich, auch das Fenster gesehen. Vielleicht können wir das ja aufmachen. Obwohl uns das gar nichts bringt, wenn wir das jetzt aufmachen. Wir brauchen ja irgendwie den Schlüssel, um aus dieser Wohnung überhaupt wieder rauszukommen. Das ist ja gerade unser Problem. Dass wir gar nicht erst aus der Wohnung rauskommen, weil die Tür fest verschlossen ist. Hier war das andere Dings, ne? Oh, sie ist jetzt gegen die Wand gelaufen. Das tut mir leid, Nico. Aber da kommen wir gar nicht hin an die Tür. Nee, und sie sagt, es sei so dreckig da. Guck mal, wie sauber das ist. Man sieht alles. Man sieht einfach alles. Sonst könnten wir mal die Zeitung anrufen. Huch. Das wäre das Einzige, was noch bleibt. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ja, vielleicht. Rufen wir mal die Zeitung an. Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. Ja. Ich weiß noch nicht warum, aber wir machen es einfach mal. Achso, gut, unser Interviewpartner ist tot. Guten Tag. Candice, ist der Boss da? Ja, aber er hat eine Besprechung. Richte ihm aus, er soll heute Nachmittag eine Vertretung für mich bestellen. Oh, hat sich der Computerfreak als süßer Typ entpuppt? Nicht direkt. Sagen wir, der Vormittag war voller Überraschungen. Jetzt bin ich neugierig. Hast du schon was? Ich arbeite noch dran. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Vernon Blier. Übrigens, weißt du irgendetwas über diesen Programmierer? Nur, dass er einer der Besten sein soll. Danke. Okay, tschö. Bis dann. Hilft uns alles noch nicht wirklich weiter. Ich werde mal schauen, also in der nächsten Folge werden wir zusammen mal schauen, wie es weitergehen soll. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch, der schlafende Drache. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.